Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine vollautomatische Minecraft-Kelp-Farm bauen kann. Und die Idee dafür hatte der gute eFire1689. Der hat das in die Kommentare geschrieben und ich komme euren Wünschen natürlich gerne nach. Und wenn ihr noch weitere Wünsche habt für irgendwelche Videos, dann gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit dem Tutorial. Das erste, was wir machen, ist, wir platzieren erstmal 5 Blöcke. Und je nachdem, wie groß ihr die Farm haben möchtet, müsstet ihr jetzt mehr Blöcke einfach bauen in einer Reihe. Aber wie gesagt, ich mache jetzt mal 5 Kelp-Blöcke quasi. Und nehmen deswegen 5 Blöcke, aber wie gesagt, ihr könnt das eigentlich unendlich groß bauen. Das nächste, was wir machen, ist hier jeweils nochmal 2 Blöcke hin tun. Und das Ganze machen wir hier nochmal. Und daneben auch nochmal. Beziehungsweise machen wir dann hier in der ersten Reihe 3 draus. Sollte dann etwa so aussehen. Und dann können wir ja weitermachen. Das nächste, was wir jetzt machen, ist hier eine Reihe Pistons hin platzieren. Und andersrum nochmal eine Reihe Observer, die dann mit dem roten Punkt quasi nach hinten gucken und mit dem Gesicht nach vorne. Hinter die Pistons machen wir dann nochmal eine Reihe Blöcke und platzieren da oben dann Redstone drauf. Ihr könnt natürlich Blöcke benutzen, die ihr möchtet. Ich nehme in diesem Fall jetzt mal Quarz, weil ich es einfach hübsch finde. Aber ist eigentlich ziemlich egal. Und das sorgt jetzt eben dafür, dass der Kelp, den wir hier hinstellen, der wird wachsen. Und der wird dann quasi erkannt von dem Gesicht. Und dann kommt es ein Redstone-Signal, das nach hinten geht. Und der Piston fährt aus und macht eben das Kelp kaputt. Und so wird dann die Farm quasi funktionieren. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen nochmal 2 Blöcke und stellen die hier hin. Machen da oben eine Doppelkiste drauf und dann hier oben auf die Doppelkiste drauf nochmal einen Trichter mit Shift und Rechtsklick. Der guckt dann nach unten und dann wieder mit Shift und Rechtsklick hier eine Reihe Trichter nochmal hinten dran. Die gehen jetzt alle quasi in diese Richtung und in die Kiste und das bedeutet, wenn hier hinten ein Kelp reinkommt, so zack, dann müsste das auch in der Kiste landen später. Perfekt. Und so funktioniert eigentlich die ganze Farm. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen uns mal Glas, beziehungsweise je nachdem, welchen Block ihr halt nehmen wollt, und platzieren hier nochmal ein bisschen Glas, damit hier eben das Wasser nicht rausschwimmt. Oder, ja, quillt quasi. Und das Ganze machen wir hier auch nochmal. Und dann machen wir hier nochmal eine Reihe, einfach damit das Wasser da bleibt, wo es sein soll. Dann platzieren wir hier, wo die Pistons sind, auf der Höhe nochmal eine Reihe Blöcke. Die machen wir aber gleich wieder weg. Und machen dann hier einmal Wasser hin. Das ist eben, damit das Wasser auch in die richtige Richtung treibt quasi. Und dann können wir die Blöcke auch schon wieder wegmachen. Und das sorgt jetzt dafür, dass eben die Items zunächst eben hochtreiben durch den Auftrieb quasi. Und dann durch die Strömung Richtung Trichter geschoben werden. Und dann im Endeffekt auch eingesammelt werden. Was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich den Kelp da unten platzieren. Und dann machen wir am besten nochmal ein Dach drüber. Das sorgt nämlich dafür, dass die Items auch wirklich im System nachher landen und nicht irgendwie daneben fallen oder sowas. Und dafür könnt ihr natürlich aber auch wieder Blöcke benutzen, die ihr möchtet. Und eigentlich ist jetzt die ganze Farm fertig. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr schon mal Hashtag Kelp in die Kommentare schreiben. Aber ich werde jetzt nochmal den Game-Tick-Speed quasi ein bisschen erhöhen, damit ihr mal seht, wie das denn später auch aussieht. Und jetzt seht ihr eben, wie schnell hier die Sachen wachsen, wodurch dann eben die Pistons ausgelöst werden. Und wie hier die Items durch den Auftrieb dann langsam nach oben gehen irgendwann. Und dann hier eben durch die Strömung zu den Trichtern geschoben werden. Und dann im Endeffekt auch in der Kiste landen. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze einfach größer bauen, indem ihr einfach genau dasselbe Prinzip einfach weiter nach links oder rechts macht, wie ihr möchtet. Und ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. Hashtag Kelp in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.